herzlich willkommen, Marianne Tigges. Sie sind 1942 in Hagen-Vorhalle geboren, als Tochter eines gelernten Maurers und Poliers und einer Fachverkäuferin im Lederwarenbereich. Sie haben noch zwei Geschwister. Und was sicherlich für Ihr Leben ganz relevant sein muss, ist die Tatsache, dass Sie Ihren Vater gar nicht recht kennengelernt haben. Das heißt, er ist eingezogen worden irgendwann. Nach meiner Geburt, 1942 im Februar, die durfte er noch miterleben. Das war damals die Philosophie im Dritten Reich. Wir brauchen Kinder, wir brauchen Soldaten. Väter dürfen zu Hause bleiben, bis Kinder geboren sind. Danach aber, wenige Tage danach, wurde er eingezogen. Und als Sanitäter hat er dann in Riesa, in der Nähe von Dresden, gearbeitet. Zunächst oder ist er später noch weiter an die Ostfront verlegt? Ja. 1943 haben wir den Vater noch besucht in Riesa. Also gut ein Jahr war er dort im Einsatz. Aber das war der letzte Besuch meiner Mutter mit meinem Vater, den ich dann zwar da traf, aber nicht erkannte als... Nicht bewusst erlebt. Nicht bewusst erlebt habe als Person, die mir nahe stand oder mir wichtig war. 1943 ist er dann verlegt worden, weiter in den Osten. Aber Sie haben wahrscheinlich viele, viele Erzählungen später über ihn gehört. Ja, er war ein sehr beliebter Kollege in Hagen-Vorhalle, wo er auch damals in der Kriegszeit vielen geholfen hat, noch einen Bau zu erweitern oder sich etwas Besseres aufzubauen. Er hat sich sehr engagiert in einem katholischen Verein, der Kolping-Familie, wo er auch seine geistliche oder christliche, kirchliche Heimat hatte. Und die Verbundenheit dieser Altersgruppe und der Berufskollegen oder auch Vereinskollegen, war bis über den Krieg hinaus ein Netzwerk. Diese Herren haben unserer Familie immer geholfen, Arbeiten zu erledigen, im Garten umzugraben oder Dinge zu organisieren, die eine Kriegerwitwe alleine gar nicht leisten kann. Ja. Sie haben es jetzt angesprochen, dass Ihr Vater in der Hinsicht dann kirchlich im weitesten Sinne engagiert war oder in kirchlichen Kreisen sich auch bewegte. Inwieweit würden Sie sagen, war Ihre Familie von kirchlichen Strukturen geprägt? Der Vater war aus einer Bauersfamilie im Kreis Höxter, Brakel, bei Höxter ist heute noch eingemeindet, das war Mückendorf. Es war selbstverständlich für die Familie, dass der Kirchgang am Sonntag, die kirchlichen Feste und Prozessionen mitgefeiert wurden. Er war der Älteste in der Familie und hat natürlich mehr Verantwortung auch übernommen für seine jüngeren Geschwister. Dann ist er nach Abschluss seiner Berufsausbildung weit weggezogen. Hagen war damals für damalige Verhältnisse eine weite Entfernung, hat dort seinen Beruf ausgeübt, eine Frau geheiratet. Sie haben gemeinsam ein Kind bekommen, meine älteste Schwester, die Halbschwester Margarete, die aber im Kindbett gestorben ist, weil sie nierenkrank war. Das war bekannt beiden Eltern, aber sie wollten das Kind und haben das Risiko einer Problemschwangerschaft einfach auf sich genommen. Margaretes Mutter ist gestorben im Kind, also im Krankenhaus kurz nach der Geburt. Und dann war mein Vater jetzt auf der Suche nach einer neuen Partnerin. Und das war ganz vielleicht Fügung oder Schicksal. Ein Maurerkollege, ein Onkel von mir, hat diese Heirat in Anführungszeichen arrangiert. Er hat also besorgt, dass die beiden sich kennenlernten. Und meine Mutter war nicht mehr eine ganz junge Frau, Mitte 20, hatte auch schon Negativerfahrungen mit Partnerschaft. Ein Verlobter ist ihr abhanden gekommen, weil er eine neue Partnerin gefunden hat. Meine Mutter war verletzt, aber doch noch offen für eine neue Partnerschaft. Und die hat auch sich sehr bewährt im Krieg. Und meine ältere Schwester Ursula sind die beiden Kinder, die dann mein Vater und meine Mutter gemeinsam gezeugt haben. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch ganz unabhängig vom Krieg und von dem Einsatz Ihres Vaters später im Krieg, dass es einfach zu der Zeit den gesellschaftlichen Konventionen völlig widersprochen hätte, wenn Ihr Vater die Kinder oder das Kind Margarete zu dem Zeitpunkt dann allein erzogen hätte. Das wäre absolut undenkbar gewesen. Das schaffte er auch beruflich gar nicht, weil einfach die Arbeit damals sehr im Vordergrund stand. Meine ältere Schwester Margret, also die Erstgeborene des Vaters, hat ihren
eigenen Vater, also unseren Vater, kaum kennengelernt. Abends kam er todmüde nach Hause oder hat noch anderen Leuten geholfen, etwas ehrenamtlich mitzumachen. Und wenn ich sie frage, wie war denn unser Vater? Habt ihr zusammen etwas unternommen? Muss sie meistens sagen, nein, er ist noch mal ans Bett gekommen, hat mich kurz gestreichelt oder gute Nacht gesagt. Und mehr hat sie von unserem Vater kaum in Erinnerung. Ja. Das ist eigentlich traurig, aber war damals doch der Vorrang der beruflichen Beschäftigung und die Notwendigkeit, Geld zu verdienen für die Familie, hatte Vorrang vor familiären Beziehungen. Und auch dieses Verhältnis zum Vater und die Erfahrung, die man, oder der Mangel an Erfahrungen, die man mit dem Vater gemacht hat, sind ja absolut kennzeichnend auch für die ganze Generation. Obwohl ich sagen darf, manche haben mich bedauert als halbwaisen Kind, aber ich hatte so viel gute Beziehungen zu Verwandten und Bekannten im nahen Umfeld, dass ich den Vater direkt nicht vermisst habe, weil ich seine Nähe nicht kannte. Ja. Später jetzt, als älter werdend, ja, habe ich mich manchmal gefragt, was habe ich vermisst, was wäre anders gelaufen. Aber ich habe mich ein wenig getröstet, dass viele Kinder in der damaligen Zeit halbwaisen oder vollwaisen waren und ich einfach nicht benachteiligt war dadurch. Ja, ja. Sie sind 1946 halbwaise geworden, haben das allerdings erst 1948 mit Ihrer Familie zusammen erfahren. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Vorher würde ich gerne noch über eine andere Thematik sprechen. Und zwar ist es so, dass Sie nicht durchgängig in Hagen gewohnt haben. Sie sind 1943 im Frühjahr nach Birkendorf gezogen. Warum Birkendorf und warum der Umzug überhaupt? War das kriegsbedingt? Hagen war damals ein ganz wichtiger Ort. Wir hatten den drittgrößten Bahnhof, einen Güterverschiebebahnhof, wo sehr viel bundesweite Umlegungen oder Verschiebungen, Verlegungen stattfanden, der sehr viel angegriffen wurde. Die Fliegerangriffe waren also, Hagen-Vorhalle war also der Vorort für den Güterbahnhof, fast täglich zu erwarten. Wir mussten dann, ich habe es kaum noch in Erinnerung, bei Fliegeralarm in den Keller, Trainingsanzug anziehen, runter in den Keller, der gar nicht gastlich war und gar nicht schön zum Aufenthalt. Aber ich fand das spannend, dass in der Nacht was passierte und einfach man dann wieder ins Bett ging in Ruhe. Aber die Mutter wusste, der nächste Fliegeralarm kann unser Haus treffen. Wir sind zu nah an der Gefahrenquelle. Und dann war es fast selbstverständlich für Verwandte, angeheiratete Verwandte, sie durften zurück ins Elternhaus des Vaters. Ja. Das war dann sehr voll. Wir waren auch nicht die einzigen, ja, Evakuierten, wie man sie damals nannte, die Umgezogenen. Aber wir haben dadurch unsere Cousinen, Cousins gut kennengelernt, zusammengerückt. Wir hatten eine Kammer im großen Bauernhaus und haben doch eine sehr schöne Kindheit noch erlebt, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Birkendorf, Kreis Höxter, vermutlich ländlich geprägt, also auch in weiter Hinsicht ein Kontrast gegenüber Hagen, das stark auch industriell geprägt war. Würden Sie sagen, dass Sie den Krieg da in irgendeiner Form mitbekommen haben, abseits jetzt der Abwesenheit des Vaters? Die ältere Schwester schon, die Margarete, die jetzt 80 geworden ist im letzten Jahr, war mehr betroffen, weil sie auch Mitverantwortung hatte schon für uns kleinere Geschwister und einfach auch mehr Angst hatte oder durchschaute, wie gefährlich wir lebten in Hagen, in Vorhalle. Sie hat auch die Chance bekommen, in Birkendorf die Einschulung zu machen und bis zum vierten Schuljahr dort zu leben, weil meine Mutter einfach überfordert war mit drei kleinen Kindern. Und dann hat meine älteste Schwester das Dorfleben sehr viel länger genießen dürfen. Und heute hängt sie noch besonders an den Personen, aber auch an dem Ort, der für ihre erste Schulzeit ja Heimat geworden ist. Das heißt, diese Kontakte zu halten bis auch in die heutige Zeit hinein, ist für Ihre Schwester extrem wichtig? Ist extrem wichtig, obwohl sie jetzt durch die lange Entfernung und auch ihr Alter wenig Kontakt noch hat, den ich aber jetzt wieder ein bisschen ausbaue, noch mit zwei lebenden Tanten, die dort vor Ort wohnen, noch auch mit Cousinen, Cousins. Hatten wir ein Familientreffen vor einigen Jahren und uns gefreut, wie wichtig es ist, dass eine Großfamilie auch über schwere Zeiten hinweg doch sich erinnert, zusammenhält und auch die nachrückende Generation
ein wenig mit von der Geschichte erlebt, die Ihnen selber ja nicht Ja. nahe gekommen ist, Ja. die Sie Gott sei Dank nicht erleben mussten. Ich würde gern jetzt über einen Brief sprechen, den Ihre Familie oder Ihre Mutter im Januar 1948 erhalten hat. Sie haben mir zur Vorbereitung dieses Interviews quasi biografische, autobiografische Skizzen gegeben, mit denen ich mich einlesen konnte in Ihr Leben auch. Und diesen Brief hatten Sie darin abgedruckt. Wenn Sie mir erlauben, würde ich ihn kurz vorlesen. Ja. Liebe Frau Tigges, nach dreijähriger russischer Kriegsgefangenschaft bin ich gestern zu meinen Lieben heimgekehrt. Da ich annehme, dass Sie über den Verbleib Ihres Mannes nichts erfahren haben, so muss ich Ihnen leider die traurige Mitteilung machen, dass er am 12. Mai 1946 um 7.45 Uhr im Lagerlazarett in Kowel an Wasser- und Herzschwäche gestorben ist. Er wurde am gleichen Tag um 16 Uhr auf dem Friedhof in Kowel beigesetzt. Ein von ihm hinterlassenes Testament in Abschrift füge ich bei. Ihr Ulrich Weber. Weber. Ich habe mich gefragt, nicht ob dieser Brief überraschend war, weil das wird er wahrscheinlich gewesen sein, sondern ob die Tatsache, dass Ihr Vater gestorben war, ob das etwas war, das Ihre Mutter überrascht hat in dem Moment, dass er schon 2 Jahre tot war zu dem Zeitpunkt, oder ob sie nicht mehr damit gerechnet hat, ihn noch jemals wiederzusehen. Also ich war ja die Kleinste, damals glaube ich 5 Jahre alt, ja, 42, 48 oder gerade 6, habe gespürt, wie unsicher meine Mutter war. Sie hatte die Verantwortung für 3 Kinder, ihren Beruf konnte sie nicht ausüben. In der Nachkriegszeit gab es keinen Bedarf an Leder und besonderen Geschenken. Aber sie hat dann das wahrgenommen, was möglich war, beim Bauern gearbeitet, also Hilfsarbeiten eingebracht, solange wir das mit unserem Familienleben vereinbaren konnten. Im Grunde sich auch überfordert, körperlich in der Arbeit oder Putzstellen angenommen von anderen Personen. Wenn ich fragen darf, in Hagen oder in... In Hagen, Vorhalle, also am Vorort, wo sie dann auch schnell wieder das Zuhause war. Wann sind Sie dahin wieder zurückgekehrt? Wir sind schon Kriegsende, ja. Kurz nach Kriegsende, 45, sind wir zurück nach Hagen, Vorhalle, ja. Außer der älteren Schwester Margarete, die ist geblieben in Bökendorf. Die zweite Schwester wurde ja auch, die Schwester Ursula, eingeschult in Hagen. Ich war dann also als Jüngste noch im Kindergarten. Und dieser Brief, so wie ich es erlebt habe, hat meine Mutter entlastet, weil sie einfach ganz nüchtern jetzt wusste, der Tod ist nachweisbar. Der Kamerad hat ja ein Testament und ein nachweisbares Stück und den Toten, die Umstände seines Todes. Und damit hatte sie Anrecht auf Witwenrente. Denn vorher wurde keine Unterstützung gewährt. Es gab viele Frauen, deren Männer nicht zurückgekamen aus dem Krieg, egal in welchem Land, Frankreich, Italien, weitgehend aber in Russland. Und solange keine Sicherheit über den Tod erfolgt war, wurde keine Rente bezahlt, auch keine andere Unterstützung. Ja. Von daher war der Schmerz groß zu wissen, der Vater lebt nicht mehr. Sie hatte vielleicht auch innerlich damit rechnen müssen, hat auch mit uns nie darüber geredet, soweit ich mich... Auch später nicht. Später habe ich sie auch gar nicht gefragt. Ich war ja jetzt Zeuge dieses Besuches. Ja. An dem Tag war ich nicht im Kindergarten, was ich eigentlich bedauerte. Ich ging gerne in den Kindergarten, aber die Mutter hat ein Gespür gehabt oder gewusst, er kommt, dieser Mann besucht mich heute. Der Mann... Herr Ulrich Weber, ja, der den Brief geschrieben hat. Er hat es ihr also mitgeteilt, sie wusste die Tatsachen, hatte ja aber auch angeboten, ich kann gerne mit Ihnen sprechen, wenn Sie das wünschen, damit Sie die Umstände auch im Lagerleben noch etwas genauer erfahren. Ja. Und an dem Morgen, als er kam, ich verstand nicht, um was es sich drehte oder warum die Mutter mit ihm so ernsthaft sprach, aber dann fing sie sehr heftig an zu weinen, weil dann wahrscheinlich sich löste eine Spannung, ein Schmerz einfach auch sich Bahn gebrochen hat. Und ich natürlich nicht verstand, warum meine Mutter weinte, hat der Mann ihr was getan und sie ein wenig verteidigen wollte. Aber das war gut, denn dadurch habe ich sie als kleines Kind aufgefangen, mit dem Schmerz umzugehen. Ja. Sie hat dann auch, als der Mann gegangen war, ganz ruhig sich verhalten. Meine Mutter war oft sehr impulsiv und unberechenbar. Sie war eine sehr spontane, sehr leidenschaftliche Frau auch. Ganz allein hätte sie den Morgen, glaube ich, nicht gut erlebt und auch verkraftet. So war ich ihr kleiner Schutzengel. So habe ich es auch in dem Büchlein beschrieben. Auch Töchter können Schutzengel sein. Ja, Sie sind sogar aktiv in dieser
in dieser Szene aufgetreten, als ihre Mutter diese Nachricht bekam, dann nochmal persönlich von dem Herrn Weber. Sie schrieben dazu in ihren Skizzen: Da ich diesen Ausbruch von Schmerz nicht verstand, lief ich zu dem mir fremden Mann. Ich schlug mit meinen kleinen Fäusten auf ihn ein und sagte: Du sollst meine Mutter in Ruhe lassen. Das heißt, auch das ist natürlich ein sicherlich für ihre Mutter ganz, ganz bewegender Moment gewesen, zu sehen, wie sie als kleines Kind von vielleicht 6 Jahren oder 5 Jahre. Es nicht verstanden und diese Szene wahrgenommen haben. Also ich, soweit, das war eben ein wenig Ihre Frage, hat die Mutter wenig von sich preisgegeben? Sie war gewohnt, auch aus ihrer eigenen Familie, sie ist auch mit 5 Geschwistern groß geworden, hat ihre Mutter früh verloren, an Krebs ist die Mutter früh gestorben. Und meine Mutter musste den Resthaushalt mit übernehmen. Mein Großvater und mein jüngeren Onkel, also der nachgeborene Onkel, hat sie versorgt als junge Frau neben ihrem Beruf. Das hat sie, glaube ich, sehr selbstbewusst gemacht, aber auch viel Kraft gekostet. Von daher war sie es nicht gewohnt, über ihre Gefühle zu sprechen, als mit uns als Kindern, auch mit meinen Geschwistern. Ich habe manchmal gefragt, ihr wart doch älter, hat die Mutter mit euch nicht mehr gesprochen über ihre Schwierigkeiten, ihre Nöte, ihre Ängste? Soweit ich mich erinnere, eher nein. Aber das, glaube ich, ging damals vielen Frauen so. Sie dachten, sie dürfen nicht oder sollen nicht oder wollten die Kinder schützen oder schonen. Später habe ich gedacht, ich hätte mehr fragen können noch, aber wir hatten eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Ich war auch immer die, die noch Dinge ansprechen konnte, die die anderen Geschwister eher nicht ins Wort bringen mochten. Aber auch da habe ich manche Gelegenheit nicht genutzt. Jetzt im Nachhinein, sie ist 90 geworden, die Mutter, wir haben uns auch immer wieder gesehen und besucht, aber das, da, als Kind ist man vielleicht zu unbefangen oder einfach auch will Neues erleben und kann sich schlecht hineinversetzen in die Situation der Witwe, die sie jetzt war, hat einfach damals für mich noch nicht die Bedeutung gehabt. Später habe ich es ein bisschen mehr verstanden. Kinder können auch einem verwitweten Elternteil viel helfen, aber sie sollten auch Fragen stellen und das ins Wort bringen, damit die betroffene Person sich auch ja, vielleicht dem Schmerz oder auch dem Verlust besser stellen kann oder auch darüber sprechen kann. Sie würden sie als starke Frau bezeichnen? Ja, das darf ich sagen und ich glaube auch, weil ich auch etwas stärker mich manchmal fühle als meine Geschwister. Das liegt aber an meinem Charakter und den Genen. Als Kleinste hatte ich nicht immer gute Karten in der Familie. Ich musste immer schauen, wo ich hinpasse. Entweder wollte man mich gar nicht mitspielen lassen oder ich musste früher ins Bett gehen. Das war also für mich ein ganz prägendes Erlebnis. Wir hatten ein großes Kinderbett, also über 1 Meter lang. Da konnte man bis 6, 7 Jahre drin schlafen. Es war also im Grunde ein kleines, schon ein Großbett, aber mit einem Gitter. Und ich war ja jetzt die Jüngste und durfte da alleine schlafen. Die anderen beiden im großen Bett, der Vater war ja nicht dabei. Ich wurde dann morgen schon oft früh wach. Die Vögel zwitscherten draußen. Ich hatte ausgeschlafen und wollte gern aufstehen. Dann habe ich mal gerüttelt, so ein bisschen an dem Gitter, so ganz leise. Dann wurde schon eine von den Schwestern wach. Psst, ruhig! Ich habe mich zurückgenommen. Dann denke ich, es ist aber doch Zeit, noch mal gewackelt. Nein, wenn du jetzt nicht ruhig bist, dann stecken wir dich unter die Bettdecke. Und das war für mich schrecklich. Da kann ich ja nicht atmen, das geht nicht. Also war ich ganz ruhig, bis wirklich das Aufstehen erlaubt war. Aber daran habe ich gemerkt, ich bin die Kleinste, die Schwächste und darf nicht Dinge erwarten oder erbitten, die jetzt noch nicht für mich angemessen sind. Am Morgen eigentlich, die wollten ausschlafen, später zu Bett gegangen. Aber die Rolle hat sich ein wenig verändert. Je größer ich wurde, wusste ich, ich habe hier meinen Platz in der Familie und wir sind heute sehr gut noch miteinander, ja, mit meinen Schwestern. Das heißt, Sie haben dadurch, dass Sie die Jüngste waren, einerseits gelernt, sich zurückzunehmen, andererseits aber auch Ihren Platz zu erkämpfen. Spielräume zu finden, die möglich waren. Nicht gekämpft darum, aber ausgelotet. Wo gibt es Spielräume? Und mir natürlich jüngere Kinder zu Freundinnen und Freunden gemacht, mit denen ich schon auf einer Ebene dann auch leben konnte. Viele
Wir haben sehr viel draußen gespielt. Wir haben ja die digitalen Medien noch nicht gekannt, Gott sei Dank. Und solange das Wetter mitspielte, waren wir nach der Schule, Schularbeiten, ist ja klar, aber dann draußen gespielt, so im Winter, im Sommer, jede Jahreszeit. Und das hat auch die Mutter entlastet, weil wir einfach uns selbst Programm gemacht haben. Ganz einfache Dinge, Versteckspiel, mit dem Kreisel gespielt, im Sommer die Badewanne rausgestellt mit etwas Wasser, das angewärmt war und geplanscht, schwimmen konnte man darin nicht, aber sich abkühlen. Und das sind alles kleine Freuden, die auch die Nachkriegszeit möglich gemacht hat.